Hallo, mein Name ist Christian Freisleben. Ich arbeite bei der Fachhochschule St. Pölten im Bereich Hochschuldidaktik und ich bin mit Teil des Organisationskomitees der Konferenz Inverted Classroom and Beyond, die am 23. und 24. Februar online stattfinden wird, wo eine Anmeldung jetzt schon möglich ist. Jetzt anmelden. So, und ich darf dich bitten, dass du dich vorstellst, bitte. Ja, mein Name ist Mario Liefdenecker. Ich bin Lehrer an der BAföG in Liezen und bin sonst in der Lehrerfortbildung auch in Österreich und Deutschland tätig. Wunderbar. Und der Mario hat für uns ein kleines, schönes Video vorbereitet. Das werden wir uns jetzt ansehen. In-Class Flip Inverted Classroom and Beyond 2021. Bei klassischem Unterricht wird der Inhalt primär frontal durch die Lehrperson vermittelt und die Schülerinnen und Schüler werden zu passiven Zuhörerinnen und Zuhörern. Das Vertiefen und Üben der Lerninhalte findet außerhalb des Unterrichts statt. Bei Flip Classroom Modellen findet die Wissensvermittlung vor dem Unterricht statt. Im Unterricht werden die Inhalte praktisch angewendet und Unklarheiten und Fragen mit Hilfe der Lehrperson beseitigt. Beim In-Class Flip werden alle Elemente in der Schule durchgeführt. Es gibt bei diesem Konzept eine Flip Station und zwei Practice Stations. Bei der Flip Station werden die Inhalte vermittelt, die bei einer Practice Station praktisch angewendet werden. Bei der anderen Practice Station werden neue Inhalte unter Zuhilfenahme des gerade Gelernten geschaffen. Wieso macht man bei In-Class Flip eigentlich alles in der Schule? Welche Vor- und Nachteile gibt es gegenüber dem klassischen Flipped Classroom Konzept? Welche Arten des In-Class Flip gibt es noch? All das wird im Rahmen der Konferenz Inverted Classroom and Beyond 2021 beantwortet. Ja, Mario, vielen Dank für dieses coole Video. Voll nett. Wie reagieren denn so Schüler und Schülerinnen, wenn du so vorgehst? Am Anfang, sozusagen, wenn man das noch nie gemacht hat, sicherlich ein bisschen irritiert, weil jetzt kommt dann so ein kurzer Clip im Unterricht. Aber wenn Sie es einmal gewöhnt sind, sage ich jetzt einmal, sehr positiv. Und wie gesagt, es geht ja um den In-Class-Flip. Das heißt, wir nutzen die Vorteile, die eben das Flipped-Classroom-Konzept hat. Also ich unterrichte an einer BHS. Das heißt, bei uns haben die Schüler, sag jetzt mal, sitzen 40 Stunden und mehr in der Schule, dadurch, dass es eben sehr große Praktikumseinheiten auch gibt. Das heißt, das ist natürlich für allgemein bildende Fächer wie meine, also ich unterrichte Geschichte und Geografie, schwierig sozusagen wirklich ein Flipped Classroom eben umzusetzen, weil sie sonst auch sehr viel Workload schon haben. Und da bietet sich eben dieser In-Class Flip eben sehr gut an, weil man eben alles quasi in der Schule umsetzen kann. Und da nutzt man eben die Vorteile eben des Flipped Classrooms. Apropos Vorteile, was sind für dich die größten Vorteile des Flip Classrooms? Also für mich ist die Vorteile vor allem darin, dass sie eben autonom lernen. Das heißt, dass wir weggehen von dem, dass der Lehrer klassisch vorne an der Tafel steht und Frontalunterricht macht und dass sie vor allem eben auch im eigenen Lerntempo lernen können. Also ich arbeite sehr gerne eben mit Videos und mache eben so kleine quasi Lernvideos draus. Also es gibt eben immer normalerweise quasi, also das habe ich mir jetzt gespart, eben einen interaktiven Part. Also das heißt, ich baue meistens ein Quiz oder sowas Ähnliches noch mit ins Video ein und die Schüler können eben vorgehen, eben zurückgehen. Das sehe ich eben, wie gesagt, als einen der ganz großen Vorteile an. Manche sind schneller, manche sind langsamer und das ist eben beim In-Class Flip. Da bereitet man sozusagen eine eigene Station vor für diejenigen, die wirklich schneller sind. Die können dann noch einmal das Material üben und diejenigen, die, sage ich jetzt mal, langsamer sind, die können eben quasi einfach das Video und das vorbereitete Material durchmachen. Was ergeben sich aus deiner Erfahrung für Effekte für den Lernprozess? Ist er da nachhaltiger oder siehst du da, welche Effekte siehst du da? Also ich sehe das absolut sehr, sehr nachhaltig an. Also wie gesagt, ich sehe das vor allem eben diese Kombination jetzt eben mit dem Digitalen.
Einsatz durchaus sehr, sehr, sehr positiv an. Also das heißt, ich setze es eben immer wieder ein, dass Schüler teilweise eben ihre eigenen, also wir haben jetzt nicht so Konzepte, wo sie das mitbringen, eigentlich normalerweise die Sachen, also ihre eigenen Computer oder so. Aber wir haben das eben, die freiwillig nehmen manche das mit in meine Stunden dann, also sprich, die sind dann mit Laptops und so weiter dann ausgestattet. Und das heißt eben, ich sehe diesen Synergieeffekt vor allem zum digitalen Lernen auch sehr stark. Genau. Mhm. Hast du den Eindruck, dass sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Dropout aus dem Lernprozess durch diese Vorgangsweise sinkt? Absolut. Also sozusagen, wenn man jetzt unter normalen Umständen wäre ich als Lehrer dann auch noch dort und könnte quasi dann eingreifen, wenn jetzt wirklich irgendwelche Fragen auftreten. Quasi dadurch, dass das, und das wäre sozusagen vielleicht noch ein kleiner Vorteil, den man quasi beim gegenüber dem Flip Classroom hätte, wenn man das in der diesen In-Class Flip macht, weil man ja während der Input-Phase ja auch noch dabei ist, quasi als Lehrer. Also das heißt, sollte es da wirklich irgendwelche Probleme geben, was es aber im Normalfall nie gibt, oder so gut wie nie gibt, dann könnte man dort auch noch eingreifen. Wie reagieren Eltern auf solche Vorgangsweise? Also ich habe weder positiv noch negative Rückmeldungen, muss ich gestehen, drauf gekriegt auch. Also bei den Schülern ist es durchaus positiv sozusagen. Also das heißt, wir haben bei uns gibt es nicht viele Lehrer, die an der Schule, die so mit digitalen Medien eben arbeiten im Unterricht sehr stark. Wofür man jetzt leider durch die Covid-Sachen ein bisschen drum kämpfen muss, weil jetzt ist man gezwungen, dass jeder digital arbeitet und dann in der Schule vielleicht auch noch dann digital zu arbeiten. Das ist halt dann jetzt momentan ein bisschen ein Kampf, aber unter normalen Umständen, sage ich jetzt mal, ist es eher positiv, die Rückmeldung von Schülerseite. Siehst du Optionen, dass sich dieses Konzept auch in den Bereich der Hochschule umsetzen lässt? Im Bereich der Hochschule absolut, könnte man sicherlich auf jeden Fall umsetzen. Die Frage ist halt, wie sinnvoll das ist. Also ich sehe halt den In-Class-Flip eher sinnvoll, wenn es sozusagen auf Schülerseite, dadurch, dass die teilweise mehr Stunden einfach als ein 40-Stunden-Job bei uns vor allem in höheren Klassen haben, also sprich BAföG, HTL, also die sind schon über 40 Stunden dabei. Das ist man vielleicht jetzt als Student eher weniger, sage ich jetzt einmal, also rein jetzt vom studentischen Aufwand her. Deshalb, also ich sehe die Vorteile absolut primär in der Schule, würde ich sagen. Mhm. Viele Lehrkräfte, egal jetzt ob Schule oder Hochschule, haben ja auch einen gewissen Bammel davor, so mit Videoserstellung und huch, das könnte ich ja was falsch machen oder so. Was sind das so deine Erfahrungen? Also man braucht ja nicht mit dem, sage ich jetzt einmal, mit dem Lernvideo mal einsteigen. Sozusagen, man könnte auch ein YouTube-Video nehmen, was fix und fertig produziert ist. Mhm. Und dann gibt es ja Programme, wo ich binnen kürzester Zeit mit Edpuzzle zum Beispiel aus dem fertigen YouTube-Video einfach Multiple-Choice-Fragen einbauen kann. Also sprich, man braucht keine Videos selber drehen oder Legevideos oder sonstige Sachen machen. Also da gibt es wesentlich niederschwelligere Sachen, mit denen ich als Lehrperson da einsteigen könnte. Mhm. Und sonst überlege ich mir die Fragen ganz klassisch quasi auf dem Arbeitsblatt und lege das quasi zum Lernvideo oder zum YouTube-Video, was ich gefunden habe, dazu, und dann ist die Sache schon erledigt. Mhm. Gut. Und das heißt, im Workshop werden die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, selber diese Vorgangsweisen einzuüben und umzusetzen, oder? Genau, also wir schauen uns einmal diese zwei Formen an, die es da bis im In-Class-Flip gibt. Das eine wäre quasi die Einsteiger-Variante sozusagen und dann ein bisschen die fortgeschrittene. Wir schauen uns beide auf jeden Fall an und was es dazu braucht und wie man es quasi in seinem eigenen Unterricht dann umsetzen kann. Wunderbar, das klingt nach einem wirklich tollen Workshop, auf den wir uns schon sehr, sehr freuen. Wie gesagt, 23. 24. Februar, Konferenz im Virtual Classroom and Beyond. Teilnahme ist kostenlos. Online jetzt anmelden. Ich freue mich auf den Workshop.